Fior. Shulk. Sie ist... Reiß dich zusammen, Shulk. Wir haben nicht die Zeit, hier rumzuhängen. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber das, was Fiora war, aber das war Fiora ganz ohne Zweifel. Weißt du, was das heißt? Sie ist nicht tot. Wir müssen sie zurückholen. Zurückholen. Du hast recht. Wir haben es viel zu weit geschafft, um jetzt aufzugeben. Wir werden zu McConnes reisen und Fiora finden. Gleich dort drüben liegt das Schwertal. Die McCons sind in Richtung der Festung Galahad geflogen. Vielleicht ist Fiora dort. Wirst du weiter nach ihr suchen, Shulk? Ja. Wir werden Fiora zurückholen. Jo Leute, und damit melde ich mich zurück zu Xenoblade Chronicles. Im letzten Part haben wir ja gesehen, dass Dunmans alter Kollege sozusagen mit einer der Anführer der McCons sind, oder beziehungsweise erst das Eisengesicht. Und Fiora hat ja weiterhin keinerlei Erinnerung an uns. Und ja, erstmal Richtung Schwertal jetzt, ne? Ich weiß ja nicht genau, was so abgeht. Handgelenk. Okay, damit sind wir gleich auf dem Bionis Handgelenk. Und von da aus dann Richtung McConnis, oder wie ist das? Bionis Daumen. Oh. Ja, das klingt irgendwie dämlich, oder? Aber, na gut, ist halt so. Hat ja schon alles seine Richtigkeit. Und erwartet mich gleich schon die nächste Sequenz, oder haben wir hier einfach nur jede Menge Kampf-Action? Bin ich mal gespannt. Oha, was zum... Das alles ist großes Schwert? Wenn ja, dann... Autschi, autsch. Das Schwert des McConnis. Das ganze Tal unterhalb, das ganze Ding ist ein Schwert. Irgendetwas scheint unnatürlich zu sein. Was meint ihr damit? Sieh mal, dieses fließende Licht. So wie es leuchtet, muss es Äther sein. Aber es sieht so aus, als würde es von etwas aufgesogen. Von der Festung. Sie sollte gleich da vorne liegen. Vater hat mir einst erzählt, dass McConnis Äther von Bionis absorbiert, um sich davon zu ernähren. McConnis ernährt sich also von Äther? Dann dient der Äther zweifelsohne auch den McCon als Energiequelle. Okay, haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Okay, ich entschuldige mich schon mal dafür. Das könnte ein paar Mal öfter heute noch vorkommen. Aber ich versuche es so gut wie möglich für euch zu unterdrücken. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Jetzt gucken wir uns jetzt die Energiequelle an, oder wo laufen wir gerade hin? Ich habe keine Ahnung. Keinen Durchblick gerade. Okay, das ist das Schwertal. Das sieht nach Arbeit aus. Oh, das sieht sogar nach richtiger Arbeit aus. Sie wirkt so mächtig, selbst aus dieser Distanz. Die Festung muss von enormer Größe sein. Festung Galahad, die Frontstützpunkte der McCon. Die McCon, die Bionis angreifen, müssen alle von hier kommen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er hier ist. Der goldene McCon, der Fiora entführt hat. Wir sind kurz davor, die Festung der McCon zu betreten. Falls irgendjemand jetzt umkehren möchte. Shulk, Freunde dürfen nicht auseinandergehen. Nicht Freunde zurücklassen. Riki hat Angst, aber will auch gehen. Riki. Er hat recht. Gehen wir. Ja. Okay, alle sind frohen Mutes, aber ich habe doch ein bisschen Bedenken, muss ich ehrlich sein.
Mein Level gefällt mir nicht, meine Rüstung gefallen mir nicht so gut. Naja, wir lassen es auf den Versuch ankommen. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was dran drehen müssen. Was ist das denn? Ein Nachschubkonvoi. Es wäre sehr töricht, die Reise fortzusetzen, ohne unsere Vorräte aufzufüllen. Das hast du für uns organisiert? Hey, das ist... Dixon! Sieht so aus, als hättet ihr euch ohne mich vergnügt. Hab gehört, dass ihr diesen Gesichtmeckern erledigt habt. Was machst du denn hier? Ich habe vor ein paar Tagen erfahren, dass vereinigte Streitkräfte gebildet werden sollen. Ich habe meine Dienste als Repräsentant der Homs angeboten. Dann hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr auf dem Weg zur Festung Galahad seid. Da dachte ich, ich schaue mal vorbei, um Hallo zu sagen. Ich habe eine Menge neuer Ausrüstung. Bedarf? Ja, ich hatte auf ein paar neue Sachen gehofft. Immer langsam rein. Dir ist schon klar, dass du dafür bezahlen musst. Geiziger alter Knacker. Ja, das ist ja mal immerhin, ne? Wenn du bereit bist, erzähl mir alles, was bisher passiert ist. Ja. Nicht jetzt. Ich will... Ah, hier ist der Händler, okay. Okay, Leute, dann haben wir jetzt mal wieder hier so ein bisschen verkaufen, wie ist das, ne? Also erstmal knallen wir hier alles raus, was wir nicht brauchen. Keine Ahnung, ich verkaufe erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Also alles, was nicht angelegt ist, kommt erstmal weg. Obwohl, wir haben echt viel Cash, oder? Ich würde ja sagen, das ist schon ganz ordentlich, aber... Kaufst du 2, 3 Bücher, ist alles weg. Von daher... So, die 500.000 haben wir schon. Aber da geht noch einiges. Ja, ja. Okay, das wird jetzt wieder ein bisschen langweilig, ich weiß, aber... das bleibt halt jetzt gerade mal so nicht aus. Das einzig Coole an der Sache ist, mir macht das Spaß, immer so viel Geld dafür zu bekommen. Das finde ich ganz gut. Okay. Damit haben wir so die wichtigsten Sachen verkauft. Also erstmal ein bisschen Kohle. Ja, wenn dann holen wir Rikin und so und was. Der kriegt nichts Besseres. Schala kann was Besseres kaufen. Das müsste ich mir eigentlich aufschreiben. Da blicke ich sonst nicht durch. Ja, da bin ich mir überall nicht sicher. Okay, hier kann ich mir richtig sein. Die brauchen wir 3-mal. Boah, da ist fast alles weg. Nee, nehmen wir nicht mit. Nehmen wir auch nicht mit. Die brauchen wir 3-mal. Oh, das ist schon wieder scheiße, weil ich nicht weiß. Ja, benutzen wir die Technik? Ist hier überhaupt irgendwas für? Nö, für unsere Leute, die wir benutzen, gibt es nichts. Okay. Dann würde ich sagen, versuche ich mich mal hier ran. Oh Gott, schon wieder. Haben wir eine Kappe gekauft? Für Schulk? Nö, sieht nicht so aus. Hier auch nichts. So, auch nichts. Okay, aber du hast eine neue Waffe, oder? Ja. Okay, aber hier hat jeder was gekriegt, das weiß ich.
Schulk auch. Ricky kriegt auch ein. Irgendjemand haben wir das doch auch gekauft, oder? Was ist denn das Neue? Scheinbar haben wir nichts davon genommen. Hier sehe ich auch nichts, aber... Ach, Schuhe hat jeder bekommen, genau. Nein, 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 du sollst das gar nicht kriegen, Mist. Okay, hat jetzt jeder seine? Ja. Es scheint zumindest so. Ja. Muss ich mit Dixon reden? Sieht so aus. Fiora? Ihr meint dann mit Schwester? Ja. Ach, deshalb sieht ihr alle so niedergeschlagen aus. Ich kann nicht glauben, dass sie Homs in diese Gesichtmeckern hineinsetzen. Anscheinend haben sie uns nicht nur gefressen. Sie haben Mumka zu einem Meckern gemacht. Er war es, der Kolonie 9 angegriffen hat. Oh, und ich hatte gedacht, er sei in dieser Schlacht abgekratzt. Überrascht dich das denn nicht? Dass er Kolonie 9 angegriffen hat? Ich weiß nicht, was diese Meckern antreibt. Ich habe es aufgegeben, den Grund dafür zu finden. Es überrascht mich also kein bisschen. Trotzdem, auch Mumka? Jetzt wird's langsam interessant. Wie bitte? Ach, nichts. Es ist Zeit für uns zurückzukehren. Ich würde gerne weiterhin helfen, aber man braucht mich für die Rekrutierung von Homs, für die Vereinigten Streitkräfte. Zudem muss ich meine Aufgaben als Seher nachgehen. Dann breche ich auch auf. Ihr werdet es schon schaffen, Fiora zurückzuholen. In der Zwischenzeit bereiten wir uns für die Schlacht vor. Danke, dass du bis hier gereist bist. Wir werden schon allein zurechtkommen. Festung Galahad ist für die Meckern strategisch sehr wichtig. Da könnt ihr nicht einfach mit der Brechstange reinplatzen. Stimmt, wir werden uns über die Ätherzuflüsse einschleichen. Wenn ich richtig liege und die Meckern sich tatsächlich vom Äther ernähren, dann heißt das, dass es sich eine Art Zuflusskanal gibt. Unser Ziel ist, einen solchen Kanal zu finden. Dass du mir nicht stirbst, Schulk. Wird nicht passieren. Dir auch alles Gute. Macht's gut. Nun sind wir auf uns gestellt. Gut, dann geht es jetzt weiter in Richtung des Schwertgriffs zur Festung Galahad. Einverstanden. Ein Jahr ist vergangen. Jetzt nehmen wir endlich unser Schicksal in die Hand. Ist es nicht so, Schulk? So, und mich stört gerade richtig, dass Melia keine Schuhe mehr anhat. Das habe ich wohl vorhin bei der Ausrüstaktion ein bisschen versaut. Okay. Jetzt will er sie sogar auf uns hetzen. Also ich denke mal, er wird Fiora gegen uns einsetzen. Tipp ich mal. Okay, Melia ist zwar nicht im Team, aber trotzdem stört mich das. Denn das muss ja nicht sein.
Also das mit den Schuhen. Da. Siehst du, ihr habt keine. Das sieht erstens dämlich aus und jetzt mal wieder die richtigen finden. Müssen möglichst welche, die stark sind. Okay, das sind scheinbar die besten. Okay. Wow. Das ist ein weiter Weg. Und ich habe das Gefühl, das wird wieder so ein bisschen verzwickt. Ja, ganz bestimmt sogar. Das ist doch hoffentlich eine Treppe, oder? Ja, zumindest sieht es nach so einer Art Treppe aus. Oh, da muss ich ja wieder dauernd Verzauberung einsetzen, damit die Meckern angreifen können. Na gut. Hier kommst du nicht hoch, alles klar. Schauen wir mal. Hier, ja. Okay, ist aber ganz cool designt, das Ganze, oder? Also ich finde schon. Sieht doch hübsch aus. Gewöhnen wir uns besser an den Anblick? Falls ihr es nämlich nicht hübsch findet, solltet ihr euch wirklich dran gewöhnen, denn ich glaube, wir werden uns hier recht lange aufhalten. Ich wollte gerade sagen, was möchte ich denn hier? Nichts. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, scheiße, aber eventuell... Nee, scheiße. Trifft's doch, glaube ich, ganz gut. Ey, wo soll's denn lang gehen? Muss ich überhaupt wirklich hier oben drauf rumkraxeln? Ist das überhaupt so oder gab's da unten Eingang? Ja, also irgendwie glaube ich, ich bin hier oben drauf falsch. Gucken wir erstmal unten nochmal. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, du bist zu blöd dafür. Da hinten, oder was? Sag nicht, es war eigentlich so einfach. Oh Gott. Ja, okay. Tut mir leid. Haben wir immer ein bisschen erkundet. Okay, Leute, aber tiefer dringen wir erst im nächsten Part ein. Bis dann und ciao, hier war Wollo.